Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute starte ich ein neues Projekt, und zwar The Legend of Zelda Majora's Mask für den N64. Ihr seht schon, es sind ein paar Grafikbugs, aber ich kann nichts dafür. Ich habe alles getan, habe alles versucht, aber hat nicht funktioniert. Aber trotzdem, ich werde das Spiel genießen. Das Spiel ist in Europa im Jahr 2000 am 17. November erschienen. Es gibt da eine Theorie, der ich nicht zustimme, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt für mich. Und zwar wird in den ersten 5 Minuten des Spiels wird Link eine Klippe herabstürzen und auf eine Blume landen. Und da gibt es die Theorie, dass er da gestorben ist und darum die 7 Todesphasen erlebt. Und dafür die 4 Gebiete stehen. Ich hoffe, man hört es nicht, aber meine 2 Katzen spielen gerade rum, genauso wie die Grafik hier. Und ja, dann würde ich sagen, ihr schaut euch das Intro, das grafisch schlechte Intro hier noch an und dann würde ich, und dann starten wir das Spiel. Da ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich mich in dem Spiel nennen soll, ich meine Majora Royal, wie soll man das denn irgendwie kürzen? Ich meine, huge. Der ganze Name, der passt bestimmt nicht rein. Macho Royal. Nein. Ich hab keine Ahnung. Ja, da ist das Horror Kid. Es ist verrückt, sag ich mal so. Und wenn euch das gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und das war's mit dem The Legend of Zelda Majora's Mask Intro. Drücken wir mal Start. So, dann Datei 1. Ich nenne mich... Keine Ahnung, wie ich mich nennen soll. Ich nenne mich mal Linka. So habe ich mich auch auf meinem alten Kanal genannt und das ist eine Mischung aus meinem Namen und zwar Niklas und Link. Der Name ist mir also spontan eingefallen und der gefällt mir irgendwie. Darum benutze ich ihn oft und das ist mein Spielname. Linkas Kas. Nicht Linkart. Linkas. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber wegen Pokémon Schwarz 2. Das Video war einfach nicht gut. Ich kann das irgendwie nicht weitermachen. Das ist halt ein DS-Spiel und man kann es eben so gut nicht aufnehmen und zumindest nicht auf dem Handy. Ich kann das irgendwie nicht machen. Ich spiele lieber N64-Spiele. Aber wenn ihr Ideen habt, was ich als nächstes spielen könnte, zum Beispiel Paper Mario für den N64 oder so, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie. Ja, Schatz, diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land, der den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Boah, die Textbox könnte wirklich ein bisschen länger drüber bleiben. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Ich glaube, das ist Navi, denn ich glaube, die haben sich getrennt am Ende von Ocarina of Time. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legende annahm, trennten sich ihre Wege. Ja, Navi, I hate you. Ich glaube, wir sind gerade in den verlorenen Wäldern. So, geile Grafikbugs-Spiel.
Auf jeden Fall. Da seht ihr schon Epona mit Link. Was sind denn das da für Feen? Okay. Link sucht nach Navi in den verlorenen Wäldern. Läuft bei ihm. Schon wieder die zwei Feen. Was wollen die denn? Nein! Link! Blöde Feen. Die haben das Pferd verschreckt. Oh. Die Majora's Mask. Oh. Nein, wie nennt man den nochmal? Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall das Horror-Kit, ja. Horror-Kit. Mit der Majora's Mask. Das war gut, ihr Feen. Frage mich, ob er wohl etwas zum Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl. Ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Und Leute, Zeiten, wenn ich ein Mikro habe, das kommt, das bekomme ich Weihnachten. Das ist jetzt eigentlich fast komplett sicher. Dann kommen jede Woche 3 Videos. Und jetzt kommen nur noch so unregelmäßig Videos, aber die Videos kommen immer, falls welche kommen, um 17 Uhr, 12 Uhr, oder könnte ich denn noch ein Video bringen? 14 Uhr. Das sind die 3 Zeiten, wo am Tag Videos kommen können. Schreibt euch schon mal auf. Jetzt machen wir mal weiter. Oho! Was für eine hübsche Ocarina! Hey, Horror-Kid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Ich habe keine Ahnung, was daran so witzig ist, aber läuft bei dir. Das geht nicht heil. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht auch? Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo mein Mikro ist, und zwar hier. Man hört es wahrscheinlich gerade, weil der Ton irgendwie leiser und lauter wird. Und jetzt gib mir meine Ocarina zurück, du Strich in der Landschaft. Nein! Mann, der klaut mir jetzt auch noch mein Pferd. Was habe ich dir getan? Link ist aber auch nicht gerade der Schlauste. Er hängt sich einfach mal irgendwo ans Pferd dran. Und er wird mitgeschleift. Läuft bei dir, Link. Okay. Jetzt kommt gleich die Szene mit dem Runterfallen. Au, was soll das denn? Ja. Ja, gut. Und im letzten Video, ich habe Pokémon Schwarz Part 1 war schon gelöscht, aber wegen dem Intro. Ich habe da immer noch das alte drin gehabt, und zwar Black Royale. Das habe ich jetzt geändert. Toll. Nein, nicht hängen geblieben, oder? Ja, das habe ich geändert in Majora Royale. So. Nenn es einfach mal Let's Play. Und dann starte ich mal das Spiel neu. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade da bis hierhin nochmal spielen müssen, weil es die Datei irgendwie nicht gespeichert hat. Aber jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ich glaube, es fängt nur an zu lecken, weil wir das Gras, ja, Drogen, irgendwie kaputt machen. Ich wird zwar noch nötig sein in dem Spiel, aber ich versuche es so wenig wie möglich zu machen. Ja, und hier habe ich voll den guten... Ach, Mann. Als ich es so mal privat gespielt habe, das Spiel, habe ich jetzt geschafft, auf den Pilz zu springen. Geht er drauf, Link? Mann, Link, was machst du denn? Und dann gleich auf den nächsten Block. Holzblock. War richtig geil, aber es hat richtig geleckt. Keine Ahnung, warum. Aber jetzt müsste alles ein bisschen besser sein. Ja.
Hier ist die Szene, wo Link richtig weit runterfällt. Gut. Aber meine Gründe, warum Link hier nicht tot ist. Erstens, in Twilight Princess sieht man ja diesen Stahlboss. Ich sag das mal, schon wieder. Und der Mann! Ich kann wirklich nicht damit aufhören. Der bringt einem Tricks bei. Schwertricks. Und das ist von. Ich kann wirklich nicht damit aufhören. Das ist sogar von Nintendo bestätigt worden, dass der Link aus Ocarina of Time ist und das. Was ist hier los? Kann das Spiel auch mal funktionieren? Und dass Link in den verlorenen Wäldern gestorben ist. Also es ist eigentlich so, wenn sich ein Kind in den verlorenen Wäldern verläuft, wird es zu einem Horror-Kid. Und wenn ein Erwachsener, ich weiß nicht, ob das stirbt oder wenn man sich verläuft, wenn ein Erwachsener sich in den verlorenen Wäldern verirrt oder stirbt, ich weiß nicht so genau, dann wird er zu einem Stahlboss. Und das ist von Nintendo bestätigt worden, dass das der Link aus Ocarina of Time und Majora's Mask ist. Also ist es eigentlich unmöglich, dass Link in dieser Szene hier gestorben ist. Sorry. Link kann nicht sterben. Funktioniert das jetzt? Bitte, 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 bitte. Bitte. Spiel. Ton? Hört man? Aber. Hilfe. Ja, es funktioniert. Und hier sieht man den zweiten Grund, warum Link in Majora's Mask nicht gestorben ist. Wenn man auf einer Dekoblume, das ist eine Dekoblume, landet, bekommt man keinen Schaden. Und wenn ihr Ocarina of Time gespielt habt, dann wisst ihr, dass Link schon manch andere Fallen überlebt hat. Zum Beispiel im Feuertempel ist der richtig weit runtergefallen und hat mein Habers jetzt Schaden genommen. Jetzt geht's weiter. Was ist bloß los mit deinem dämlichen Esel? Er hat ja auch keine meiner Befehle. Ja, echt du Opfer. So ein blödes Vieh bringt mir keinen Nutzen. Ich hab dir die Böde genommen, es loszuwerden. Oh, buhu, warum das traurige Gesicht? Ich dachte, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Nein, nein. Danke. Nein, jetzt habe ich es nicht mehr lesen können. Ich habe nicht mal auf A gedrückt. Was macht er da? Link? Ja gut, wie ich gesagt. Und dieses Video müsste um 12 Uhr oder sogar früher online kommen. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich nehme jetzt gerade um 3:15 auf, um Freitag. Ja, heute am Samstag. Bei mir gerade morgen. Und was passiert hier gerade? Albtraum, Link? Okay. Und ja, wegen dem Spiel. Ich werde es nicht zu 100% spielen, weil ich nicht weil ich dafür bestimmt 100 Parts oder so brauche, um das Spiel zu 100% zu spielen. Ich versuche aber trotzdem so viel wie möglich zu machen. Zum Beispiel alle Masken. Da bekommt man am Ende eine Prosthetie-Maske, also die Maske der grimmigen Gottheit. Ich hoffe, dass ich einfach nur alle Masken zusammenbekomme, aber Herzteile kann ich nicht versprechen. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Nein, bleib stehen, verwandle mich zurück. Warum machst du das? Ich hab dir doch nichts getan. Blöde Fee, warum hältst du mich auf? Ich hab euch alle nichts getan. Was habt ihr gegen mich? Schwester! Siehst du, warum hast du das gemacht? Deine Schwester braucht dich.
warte auf mich, ich bin noch hier. Kai, kannst du um mich, du kannst ohne mich nicht fort. Sorry, dass ich mich manchmal verspreche, aber ich bin einfach nicht gut im Lesen. Du, wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitz hier nicht rum, Deko-Junge. Tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendetwas im Gesicht? Hör auf, mich anzuschauen. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Als wäre alle dich gefälligst. Und ich weiß nicht, ob der Ton jetzt passt. Ich hoffe mal schon. Oh, Teil. Ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. Spätestens Weihnachten wird es besser, ich verspreche es euch. Und da werden auch halb regelmäßig Videos kommen. Jo. Gott, hört sich das komisch an, wenn der Deko Link leuchtet. Hey, warte auf mich, lass mich nicht zurück. Also, was davon geschehen? Ich entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Nein. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte! Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror-Kick gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also nett, dich kennenzulernen, oder? Nachdem wir das Menü abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke... keine Ahnung, oben und ich gebe die wichtige Information. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Link hab ich gar nicht. Aber yo, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Abonnieren nicht vergessen und ciao!